Ja, meine Damen und Herren, einen schönen guten Tag wünsche ich zum begrüße recht herzlich zur Pressekonferenz anlässlich unseres heutigen Meisterschaftsspieles gegen FSV Frankfurt. Zu meiner Rechten Hans-Jürgen Boysen, Trainer unseres Gegners von heute, und zu meiner Linken unser Chefcoach Norbert Meyer. Und wie immer geht das Wort zunächst an unseren Gast. Bitte sehr, Herr Boysen. Ja, zunächst Glückwunsch zu dem verdienten Sieg. Ich hatte im Vorfeld schon gesagt, dass der Norbert es geschafft hat, mit seiner Mannschaft nach dem Aufstieg diese hervorragend weiterentwickelt hat. Und die letzten Begegnungen, die man natürlich gesichtet hat, haben auch dieses ganz klar unterstrichen. Er hat eine sehr lebendige Mannschaft, die sehr geschlossen und intensiv gegen den Ball arbeiten kann. Auch ein Spiel einen Rhythmus geben, ein Spiel zu kontrollieren und wieder Tempo aufzunehmen. Und ja, dann ist es natürlich in unserer Situation nicht so einfach, da mit gleichen Mitteln zu begegnen. Insofern wollten wir zunächst mal aus einer geordneten Defensive versuchen, die Null stehen zu lassen, was hier nicht ganz einfach ist. Wir wissen, dass Düsseldorf gerade in der ersten Halbzeit immer sehr erfolgreich war. Dann gelingt uns das eine, sogar dazu sogar noch ein Tor. Und wenn man dann mit 1-0 in die Pause geht, sich vornimmt, dieses Ergebnis am besten noch lange vor sich herzuschieben, dass ein bisschen Unruhe im Stadion herrschen soll, das ist uns nicht gelungen. Der Gegentreffer kam zu früh. Es war dann eine Kette von Unzulänglichkeiten, also auf alle Fälle eine Fehlerkette, die uns dann doch sehr hart bestraft hat mit 4 Toren in der zweiten Hälfte, wenngleich ich als Knackpunkt den klaren oder nicht klaren Elfmeter, weil es eine Schwalbe war, und es war ja mehr als offensichtlich, ein Spieler, der gefoult wird, steht nicht auf und läuft weiter. Da bleibt in der Regel liegen, aber der Herr Schriever war der Meinung, dass er der Fortuna da ein bisschen helfen muss. Und beim dritten Tor heben wir es abseits selbst auf und dann weitere 11 Meter. Das ist ärgerlich, aber der Sieg war verdient aufgrund des Druckes, den Fortuna in der zweiten Hälfte ausgeübt hat. Und dieses Spiel hat heute gezeigt, dass wir eine verhältnismäßig ordentliche erste Halbzeit gespielt haben. Aber auch ein Spiel dauert beim FSV 90 Minuten und es gibt noch viel zu tun. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Boysen. Gibt es Fragen an den Trainer von FSV Frankfurt? Das ist offensichtlich nicht der Fall. Dann übergebe ich das Wort an Norbert Meyer. Bitte sehr. Wir haben eigentlich vernünftig begonnen in den ersten 10 Minuten, haben versucht, Druck aufzubauen, haben uns dann aber gegen eine Frankfurter Mannschaft, die, wie mein Kollege schon sagt, natürlich bestrebt war, erstmal die Ordnung zu halten, unser Spiel nicht in Gang kommen zu lassen, haben uns einnullen lassen. Haben auch nicht, vielleicht im Unterbewusstsein irgendwo geglaubt, dass das, was transportiert worden ist im Vorfeld dieses Spiels, dass man ja eigentlich dieses Spiel gewinnt, ohne dass es gespielt wird. Und dann sind wir auch noch bestraft worden mit, ich denke, der einzigen Chance der Frankfurter in der ersten Halbzeit. Und dann wird es natürlich noch schwerer. Das ist ganz klar, aber das haben wir uns selbst eingebrockt. Da hat mir auch ein Stück weit Leidenschaft gefehlt. In der zweiten Halbzeit, und das ist auch ein wichtiger Punkt, den man sicherlich auch mal erwähnen muss. Wir haben ja in der Vergangenheit schon Regionalliga, dritte Liga des Öfteren Spiele gehabt. Wenn wir hinten lagen, sind wir eigentlich nie mehr zurückgekommen. Und das ist ein Punkt, den die Mannschaft mitnehmen muss, dass eben nichts gelaufen ist. Und in der zweiten Halbzeit, da hat die Mannschaft wirklich auch diese Spielfreude, diese Leidenschaft gezeigt, die du in dieser Liga einfach brauchst. Weil du wirst nicht nur mit spielerischen Mitteln diese Liga halten können, sondern du musst richtig dagegen halten. Das haben wir gemacht. Das ist wie ein Ruck durch die Mannschaft gegangen. Aber das ist nur das, was ich Ihnen jetzt verkaufe, was ich intern sage, das sage ich jetzt nicht. Danke. Danke, Norbert Meyer. Gibt es Fragen an unseren Trainer? Das ist ebenfalls nicht der Fall. Es gab noch 2 weitere Spiele. Der FC Augsburg gegen Karlsruhe SC 1:1 und TuS Koblenz und Rot-Weiß Aalen trennten sich ebenfalls 1:1. Fortuna Düsseldorf steht somit jetzt auf dem 6. Tabellenplatz, unser Gast aus Frankfurt auf Platz 18. Das nächste Auswärtsspiel wartet auf uns, nämlich gegen den 1. FC Kaiserslautern. Das ist am kommenden Freitag, 23.10. um 18 Uhr. Und das nächste Heimspiel hier in der Esprit Arena
findet statt gegen den Karlsruher SC am 30.10., ebenfalls Freitagabend um 18 Uhr. Ich wünsche allen noch einen schönen Restsonntag, bedanke mich für den Besuch. Auf Wiedersehen und tschüss.